Junge, ich habe richtig den Namen hier verkackt. Und damit willkommen zu einem weiteren Freefall. Hi. Freefall! Was ist okay, eine wir müssen geile jetzt, Sekunde, wir müssen jetzt Junge, ich einmal ganz kurz verkackt. Festhalten, okay? Bevor Paul 31 hat. Ihr seht alle sein Despotar, oder? Hey. Ich will das hier ganz kurz festhalten. Hey. Er kann es aber auch nicht mitnehmen. Ja, Timo, nein. Ihr seht alle sein Despotar. Ihr seht auch mein Bruder Lander. Er will aber Schweibers, Folikon und Despotar mitnehmen. Also. Junge. Ja, natürlich nimmt der Despotar mit. Die anderen drei Pokémon hat er ja doch schon. Geh doch jetzt mal dein Pokémon aus, Timo. Das sind nur drei. Ja, die Entscheidung fiel mir da echt nicht leicht, muss ich tatsächlich sagen. Du bist so, geh doch mal nach Hause. Ey, bevor Paul 31 ist, da. Einfach um von sich selbst abzulenken. Jungs! Das ist, Was wirft ihr mir hier in die Schuhe? Ja, wie sagt man das? Ich hoffe, mir Steine in die Schuhe zu schwerfen. Okay, jetzt los geht's. Steine in die Schuhe werfen. Ich hab den Namen verkackt. Bleibi Adle. Achso. Hä, was? Der sollte Flyby Adler heißen, aber ich hab da ein Problem gehabt. Verstehe. Flyby Adler. Junge, ich sehe da jetzt schon, dass Steve auf mich geht. Hä? Ich hab noch nichts. Jetzt irgendwie. Jetzt wer ist jetzt eigentlich wer? Ich will nicht schon wieder wie immer auf Timo gehen und dann beschwert er sich. Ich bin Dennis. Schwalbos ist Timo. Schwalbos ist Timo? Schwalbos ist Timo. Nein, ich und es die Dennis jetzt. Schwalbos. Ach, come on, jetzt bin ich auf die Dennis gegangen. Hey, ist das dein Ernst? Nice. Leute, stell mich nicht immer so da, als wäre ich manipulativ. Ja, ich hab gefragt, wer ist. Und dann habe ich geantwortet bekommen, dass du Schwalbos bist. Egal, dafür fick ich dich jetzt in die nächste Generation, du Schwan. Ja, bitte. Das war nicht absichtlich. Ja, komm. Lit. Der fickt sogar noch deine ungeborenen Kinder. Bitte, Timo. Oh. Timo, kannst du nicht bringen. Es tut mir leid, ich liebe deine ungeborenen Kinder. Ich wäre gerne im Partneronkel. Eva! Der hatte gar keine Chance in seinem Leben. Das war ein Z-Donner, um es hier nochmal festzuhalten. Junge, geh doch mal weg mit dem Gainer. Arsch. Tut mir leid. Ich wollte dir nur ein bisschen ins Gesicht gehen. Ja, geh weg. So langweilig bist du. Geh weg. Komm ran. Ist immer leid, Scarlett, aber das war für den. Du weißt schon, ich will jetzt hier nichts aus ehemaligen FFAs ansprechen. Gifty? Das war das Problem. Käfer und Gifty? Ich hab mir richtig viel Mühe bei den Namen gegeben. Ich hatte am meisten Zeit. Jungs, ja? Das war sehr schwer, eine komplette Box zu benennen für diese 7 Millionen ich FFAs. Könnt ihr mir bitte mal ein bisschen Slack cutten? Danke. Bitte. Das war richtig gut. Ich hab richtig. Ja, alle nach Hause. Okay. Wisst ihr, Natsuko klingt wie ein weiblicher Naruto. Wer ist eigentlich Natsuko schon wieder? Das ist die Schwester von Wittelsbach. Junge, du kannst dich auch überall gehen. Als ob. LOL. Nice. Holy richtig shit. Gut. Und tschüss. Ich bin ihr weg. Seid doch alle crazy. Bleib wie Adler. Sehr nice. Dann kann ich mir den noch aufbewahren. Wir kommen rein. Groß. Der ist schon ziemlich groß. Wie mein Lord, Dick, bevor BM. Timo ihn bringt. Alter. Oh, fuck! Oh, lol. Was habe ich für ein Item auf groß? Willst du mich verarschen? Immerhin hat er keinen Sandsturm. Ja, das habe ich extra weggemacht. Ihr könnt mich doch nicht einfach rausnehmen. Ich hab extra. Ja, meine Spitznamen sind richtig gut. Ich habe die meiste Zeit gehabt. Ich wollte extra nicht Sandsturm haben, sonst laggt's. Sonst lag's. Mann, Skala, deine Namen sind schlimmer als je zuvor. Ich liebe meine Namen, hallo? Das sind schlimmer als die Spitznamen von Present. Und das hat was zu heißen. Das soll echt was heißen. Übertreibt mal bitte nicht. Nicht von Present. Wer war das? Ich weiß nicht, ich kann keinen Tiefschlag haben. Skala, bist du mit Tiefschlag auf mich gegangen? Ups, du mit Kulleraugen. Ja, komm jetzt. Lol, der will hier richtig in Kulleraugen gerollt. Der will hier richtig rumdonnern, geh mal nach Hause. Hey, du bist doch die Den. Ja. Das heißt, ich bin nicht auf dich gegangen. Na gut, dann bist du nochmal gut davon gekommen, durch Steigerungshieb. Guck, da habe ich meinen Angriff gleich wieder, du Blödmann. Aber du überlebst es einfach. Natsuko hat doch auch Kulleraugen eingesetzt. Das gilt halt nicht. Bitte. Mann. Ja. Hast deinen Angriff gleich wieder, Jungs, oder? Ja. Ich mochte meinen Angriff. Ich mochte meinen Band. Aber, also, wir müssen ja jetzt halt echt. Müssen wir halt was machst du da? Geh doch mal weg mit deinen dummen Kulleraugen. Weiter nicht. Junge, mein Groß, der erschreckt sich hier richtig. Donner, das geht doch safe auf mich. Ach, geh doch nach Hause. Tut mir leid, Paul. Geh doch mal auf Paul, du musst sterben. Ja, aber ich weiß nicht. Nice, kannst du jetzt bitte paralysiert sein, damit ich nochmal auf Kulleraugen. Nein,
schade. Ich weiß, dass du auf Pandy gehst. Du blöd, Mann, nee. LOL, du eine 30er! Genau, weil ich wusste, dass du mich angreifst. Dass du das wusstest. Nee, das ist Karma, das hast du verdient. Lügen. Ach, warte, das ist die Dennis, Timo. Ja. Oh. Natürlich. Hä, was hast du dann hätte ich den früher angreifen sollen. LOL. Das ist so verdient, Blödmann. Oh, der ist süß. Mit dem würde ich mal einen Kaffee trinken gehen. Das ist eine Die. Mit dem würde ich mal einen Kaffee trinken gehen. Die ist eine Die. Ja. Das ist mein Die. Will halt nicht nochmal Tiefschlag einsetzen, weil der safe nochmal auf die scheiß Kulleraugen geht. Ja, geht er wirklich. Tötet das doch einfach. Ja, genau, du bist eh der Schnellste. Nee, bist du nicht, okay. Ups. Ach, du bist so kacke, Alter. Das ist jetzt passiert. Geht doch weg. Warum hat der auch Donner? Warum habt ihr ja, alle das Donner? Killt jetzt immerhin das Polypurba. Ja, nice. Alter, viel zu lange überlebt, das Scheißding. Ja. Willst du echt gerne mal mit dir einen Kaffee trinken gehen, Paul? Ja, so richtig hart mit Polypurba einen Kaffee trinken. Warum haben wir alle Steigerungshieb? Ich würde echt immer noch gerne einen Kaffee trinken gehen. Na gut. Na aber gut. Jetzt, ich will mal Props für meinen richtig eine Steinkante in dein Gesicht. Okay, vielleicht auch nicht. Oh ja, ja, genau. Geil. Nee, ich bin tatsächlich für Steigerung. Ich bin auf Paul gegangen mit Steigerungshieb, weil blöd man mich eh wieder mit seinen scheiß Kulleraugen angreift. Ich wette, der hat auch Kulleraugen. Ja, genau, die geile Lampe. Jungs, ich bin paralysiert und groß. Bitte lasst mich in Ruhe. Okay. Ich kann Paul töten. Das habe ich im Angebot. Ich hab dich nicht mal. Lit. Oh lol! Endlich! Endlich kam der Sucker durch. Alter. Das eine und das letzte Mal. Aber er stirbt nicht. Schade. Das kannst du nicht machen, das ist mein letztes Mon. Ja. Ihr habet Gnade. Ach, das wusste ich nicht, ja. Dann. Oh, Alter. Donnerschlag. Oh, lol. Bist du auf ihn gegangen? Super knapp überlebt. Bist du auf ihn gegangen? Ja! Oh, Mann, seid ihr alle scheiße. Ich hab doch gesagt, ich hab hier im Angebot, Paul zu töten. Habt ihr gesehen? Habt ihr seine Nase gerade gesehen? Der war richtig süß. Ja, ich glaube, das waren seine Augen. Schade. Slimy. Ja, dann ist nicht so süß. Slimy, da würde ich auch gerne mal reinsmashen. Und da beschwert man sich über meine Spitznamen. Da ist eine Herzin dran. Das ist, eine Anlehnung an jetzt, chill mal bitte ganz kurz, okay? Paul hat noch drei Pokémon, ja, ich weiß, okay? Ich sag auch nichts dagegen. Dürft mich gerne töten, aber ihr könnt es auch lassen. Aber die Sache ist die, wenn ihr mich angreift, dann greift ihr auch Scarlet. Okay, lass mich nicht aussprechen. Ja, genau, und das nutzt er aus. Genau das wollte ich sagen. Da gibt es auch so Leute, die nutzen das mal ganz gerne aus. Leute, mach du was. Scarlet, du bist drauf reingefallen. Nein. Warum? Ich hab den Eiskern ausgenutzt. Hey, Jungs, ganz im Ernst, ich gehe hier. Tschüss. Eiskalt ausgenutzt. Auf diese Mindgames bin ich nicht eingestellt, ja? Und ihr wollt meine Freunde sein! Ohne Witz. Aber alles gut. Paddy, High Five. Ich kriege das. Fly wie Adler. Na, ihr Ficker, habt ihr schon mal was von Soundattacken gehört? Fuck! Okay, regeln wir das jetzt? Scarlet! Scarlet, der will dich wegtöten! Scarlet, das tut schon ein, oder? Nimm deine dumme Geisterpuppe und renn weg! Okay, jetzt ich glaub, Scarlet ist echt weg. Hast du schon mal was von Soundattacken gehört? Egal, ich tank. Verpiss dich! Junge, der Schweiber ist. Ich glaub, Scarlet ist halt echt weggegangen. Kann das hier nicht weitergehen? Scarlet, was soll denn das Paul, gewesen sein? Dich. Ja, töte dich wirklich. Bitte greif mich aber nicht an. Ich hab Soundattacken. Renn einfach mit deinem dummen Geist-Pokémon weg. Sit Schutzschild ein oder was auch immer. Egal, du stirbst. Du kannst nichts mehr machen. Das stirbt einfach alles. Tschüss. Holy shit. Nee, Slimy Tank. Alter, oh, Leise! Fotzi weg! Nein! Oh. Ganz im Ernst. Jungs, bitte. Also, ich hoffe, aber ich sterb dich in Leife. Weg. Das war nicht meine Absicht. Ich dachte, ich fick die richtig weg fürs Team. Für das Team? Team Scheiße. Für das Team. Das ist jetzt passiert. Warte, für was ist er gegangen? Nein, oh Gott. Okay. Ich dachte, er boostet sich oder so. Hab ich auch gedacht. Ein Boosting. Also jetzt Jungs, ne? Würde denn so ein Spaß bei der sein? Jungs, ne? Leute, ich bin's Blood Bunny 2. Okay. Ich hab mich entwickelt. Der ist echt random, okay? Also der war halt legit. Junge, Timo ist so ein fetter Schwanz! Ich hasse solche Leute, die am Ende ihr bestes Pokémon ausspannen und dann reinkommen. Ich kann wette, das ist ein Mega-Butterlander. Pass auf, ich kann Panty nicht angreifen, wenn der Autismus. Das ist zu 100% ein Mega-Butterlander.
Doch, ich kann Paddy angreifen. Ich kann dich auch nicht angreifen, Timo. Du bist so scheiße. Ja, aber warte. Ich will nicht, dass es zu so einem langen Matchup kommt. Deswegen gewinne ich einfach, indem ich Paul töte. Nein. Doch. Du bist so scheiße, Timo, Alter. Das ist okay. Es wurde aus. Du bist so dumm. Du bist so kacke. Du bist einfach so kacke. Du bist so ein schlechter Mensch. Geh dich einfach vergraben, Alter. Okay, Alter, so wie wir es geübt haben. Let's go! Schlechter Mensch! Alter. Nee, Junge, jetzt kommst du so weg in den nächsten Pre-Falls. Holy shit. Ich würde sagen, du bist wie der kleine Delegator. Junge, Timo, du bist so ein Schwanz. Ey, Paul, greifst du mich an? Das war alles das, was du kritisiert hast an Leuten in einem. Irgendwann muss ich sagen, ich hoffe, euch hat der Part gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Free for All. Bis dahin. To dance, oh.